Das Gespräch mit Adina war wie erwartet trübsinnig verlaufen. Das mit Anneliese jedoch auch. Karl war traurig. Gemein war sie zu ihm gewesen. Gemein und überheblich. Was er sich denn einbilde, sie sei froh, aus dem einen Dreckloch in Mittelamerika raus zu sein. Und überhaupt, wie er auf die Idee käme, sie, die Dame von Welt, würde mit ihm, dem Deppen vom Dorf, irgendwo hingehen. Ein Stück Erdbeerkuchen sei ja in Ordnung und auch, dass er mal vorbeischaue, alle paar Wochen, wenn es keiner mitbekommt. Und natürlich sei sie ihm dankbar dafür, dass er dieses Schwein Grabinger aus der Welt geschafft habe, aber mehr auch nicht. Dann war Anneliese wieder netter geworden. Jetzt solle Karl, wo er auch immer sei, nach Hause kommen. Sie haben keine Zeit für die Flausen in seinem Kopf. Auf sie warte schließlich eine Menge Arbeit. In Weißrussland würden noch 4,5 Tonnen ganz besondere Eier darauf warten, endlich nach Deutschland zu kommen. Wenn das erledigt sei, würden sie zusammen wieder Erdbeerkuchen essen. Karl starrte durch die beiden riesigen Fenster der mondänen Hotelsuite auf die imposante Skyline und die winzigen Flugzeuge, die aufgereiht wie an einer Perlenschnur irgendwo hinter dem Turm, der aussah wie ein riesiger Bleistift, auftauchten, um kurz darauf in der tief hängenden Wolkendecke wieder zu verschwinden. In 7 Stunden würde er auch in einem solchen Wunderding sitzen und einfach so davonfliegen. Das erste Mal. Karl war aufgeregt. Immer, wenn einer dieser Vögel hinter dem Bleistift auftauchte, kribbelte es in seinem Bauch. Wie würde es erst kribbeln, wenn er selbst damit abhebt? Er musste lächeln. Jedes Mal, wenn er hier bei der Bank war, so einmal im Jahr, hatte er sich überlegt, einfach am Flughafen abzubiegen und in irgendeinen Flieger zu steigen und irgendwo hinzufliegen. Vielleicht dahin, wo Adinas Mama herkommt, dort, wo alle Menschen schwarz sind. Da wäre er bestimmt was Besonderes, so groß und weiß, wie er war. Er konnte sich aber das Land nicht merken. Aber jetzt müsste er wegfliegen, weit weg. Diese Frau Heller von der Polizei, die bei ihm war, die war nicht dumm. Die würde das mit dem Rainer rauskriegen. Karl ärgerte sich. Was musste er den auch tot machen? Hätte er ihn doch einfach auf der Straße liegen lassen. In dem Regen hätte er sich bestimmt von alleine den Tod geholt. Aber er hatte es verdient. Mit Sicherheit hätte er der armen Adina noch was angetan. Er dachte viel an Adina. Sie war bei den Kleintierfreunden vor ein paar Jahren aufgetaucht wie ein schwarzer Engel, eine, die zu allen gut war. Am Anfang sogar zu den Menschen.